ganz chillig zurücklehnen und genießen. Fortfahren. Wo waren wir gestern? Ah, wir haben Pinguin als letztes getötet, ne? Stimmt. Stimmt. Und den Schmied haben wir hier gefunden. Und jetzt müssen wir hier irgendwie wieder rauskommen. Stimmt. Ja, und hier waren diese Missgeburtenräder, die mich die ganze Zeit getötet haben. Ja, nice. Nein, nein, Digga, nein. Nein! Bin ich hier safe? Nee, bin ich nicht. Oh, Digga! Nicer Start. Komm ran! Oh, den komm ich auch rein. Na, ich geh erstmal weiter hoch. Danke. Das habe ich falsch gemacht. Du hast das S-Wort benutzt, Digga. Das findet Twitch in einer abwertenden Form gar nicht cool. Ich glaube nicht, dass du irgendwie was Positives darüber sagen wolltest, dass du bis Level 40 gegrindet hättest. Wo ist denn dieser schwarze Ritter, der hier war? Okay, der stirbt nicht. Wo ist der schwarze Ritter, der hier war? Oh, irgendwo ist auch noch ein Priester. Hä? Scheiß drauf. La la la. Oh nee, Jungs. Oh, da ist er! Warum chillst du denn hier? Ich will hier nur raus. Ich will hier nur raus. Oh, nicht mein feinen Nacken. Oh Gott, lass mich mal durch. Danke. Aha. Was für eine Grafikkarte? Keine Ahnung, Bruder. Keine Ahnung, Bruder. Ich bin da sehr schlecht, was so eine PC-Sache angeht. Da ist die Leiter. Ich habe mich schon gefragt, wie ich hier rauskomme. Kann nicht sein, dass es nur ein One-Way-Ticket ist. Nice. Ich muss die Effektlautstärke doch runter machen. Ich sehe ich. Ich höre die ganze Zeit so ein komisches Rauschen. Oh nein! Dann runter. Ach, die sterben ja auch nicht, die Experten. Scheiße. Wie kann Abhängig sein bei dir? Bruder, ich habe immer unendlich. Ich habe immer unendlich, das wird nicht gezählt bei mir. Aber wenn du danach gehst, ich stecke auf jeden Fall voll. Ach, das war ja hier, ne? Mit den Kollegen. Na guck mal, wenn der Wichser hier oben ist, ne? Dann musst du doch auch irgendwas beschützen, oder nicht? Ja, da sag ich doch. Schmeckt. Auge des Todes. Ah, One-Shot also. Okay. Gut, One-Shot. Aber wir haben wenigstens den Weg jetzt rausgefunden. Ja, ja, Limited. Irgendeinen Ring, wodurch ich schneller werde. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. Habt ihr gesehen, wie ich gekitet bin? Oh nein.
Als hätte ich nie was anderes gemacht. Digga, aber wo kommt dieser komische Schwarzritter her? So. Okay. Ist das schon der Ausgang? Ja, lol. Maschallah. Das war auch mal eine Brücke. Gut. Ja, ja, ich will hier nur einfach mal ganz kurz. Ruhig. Ja, ja. Ey, oh, Digga! Wieso packt man denn noch 50 Zombies hier hin? Ich will hier doch nur raus. Nein! Digga, diese Teile. Die sind so übertrieben. Geil, wieder Todefarm. Wobei ich mir den schlimmsten Spawnpunkt überhaupt ausgesucht habe. Ja. Ich bin der Beste. Komm. Nicht ein bisschen Schaden bekommen. Es ist voll Kacke hier. Bitte, bitte, Digga. Ich will doch einfach nur. Dankeschön. Ich hab Bock, wieder hier Hardstack zu sein. Dankeschön. Bin ich? Ah, nice. Ich glaube, das war der falsche Weg. Nee, doch, ne? Manchmal braucht man auch ein bisschen Glück. Ja, ja, manchmal braucht man ein bisschen Glück. Ja, ja, bin gleich weg. Oder Wichser. Oder er rollt einfach. Also ohne Spaß, die Skelette sind das Unangenehmste, was mit mir bis jetzt in Dark Souls entgegengekommen ist. Dankeschön, darf ich abhauen? Ich gehe mal kurz ans Feuer. Nicht, dass ich gleich sterbe und wieder von vorn ganz hinten anfangen muss. Da. Oh, Digga, ist nicht sein Ernst. Bis morgen live. Ich denke mal so gegen 12 Uhr. Bruder, die Folge auch wieder nur sterben. Verpiss dich.
Irgendwann reicht auch. Ja, ja, geh du mal runter. Hoffentlich war das der. Nee, natürlich war er das nicht. Und ich komme halt einfach nicht vorbei. Alle wieder aufgestanden. Jetzt machen sie einfach den Eingang zu. Ihr seid ja nett. Digga, ihr seid ja nett. Hör doch mal auf. Dankeschön. Dankeschön. Einfach raus. Einfach raus. Dankeschön. Ah, er kommt immer noch. Ja, hier haben wir auch einfach ab gar keinen Bock, mit dem Wichsern auf dem Friedhof noch umzuschlagen. Er läuft mir immer noch hinterher. Oder kite ihn einfach perfekt. Ja, der. Das Vieh kann ich auch nicht ab. Oder warte mal, was geht bei dir, Didi? Oh, hello there. I'm pleased to see you safe. As always, if you provide the materials, I can teach you pyromancy. You want my deed? My teacher, whom I imagine still resides in the Great Swamp, had a funny way of putting it. He said that pyromancy is the ultimate fantasy. We are born into dark and warmed by fire, but this fire we cannot touch. Those whose fascination with fire persists learn to hold it in their own hand. He rather had a way with words, the old withering frog. In this land, pyromancers earn a certain respect. The Witch of Izalith, one of the legendary lords, is the godmother of pyromancy. So the day I became undead, I was ecstatic. I felt as if I'd been chosen to attune myself to the ancient arts. Of course, it wasn't all that romantic in the end. A pyromancer's flame, the flame develops. Ja gut, Bruder, weiter mit der Pyromancie. Wait, friend, where are you off to? Hast du noch irgendwas? That was rather a... You are one. Oh, well, I'll play as all. Vielleicht ist sogar dafür ein Bier. A pyromancer's flame. A pyromancer's flame. Please take a... Wait, friend, where are you off to? Ja, ja, ich muss los, Bruder. Wo ist der andere Typ? Da. Oh, hallo. Well, you're my... Russischer Köder. Ja, und nichts, was ich noch irgendwie haben wollen würde. Sturzkontrolle. Hm. Und den großen Sehnsinn. Weil, na gut. Goodbye, then. Ich denke mir halt so, auf dem Bild hier werde ich mir die ganzen Zauber halt holen, die irgendwie buffen, aber brauche keine Schadenszauber. Have you been to the ruins of New Londo below? Da werden wir jetzt hingehen. Just head down the stairs and take the lift. It's certainly worth a visit. It was once an undead city. You may find a clue or two. Unless the ghosts find you first. Nett, Bruder. Können wir mit dir quatschen? Gerade... Und dann können wir das verstärken. Gerade. Dann nehmen wir mal den Aufzug. Hier bin ich mein erstes Mal noch so oft runtergelaufen. Was geht, Bitches?
Die haben alle keinen Bock, die sind sich alle in der Ecke schämen. Die alle hier. Er auch. Aber irgendwie kann man die triggern, dass sie einen angreifen. Und ich zeige mal einen kleinen Trick. Ja, ihm geht's gut. Er ist hart am Chill. Und wenn ihr den Schmied braucht, der so ungefähr am, also in der Nähe von euren Hauptleuchtfeuer ist, dann könnt ihr halt mit dem quatschen. Well, this is unusual. You haven't lost your head. And more importantly, you're free. How on earth? Well, I shouldn't pry. I'm Rickett of Vinheim. I was once an established smith, though. Look at me now. Can you believe it? Ja, willst du was schmieden? Have you? Oh no. Don't worry. I've no intention of escape. It's safe here. I can't bear the thought of going hollow out there. Although, I must admit, I've not much to occupy myself. Ja, warte, ich hab doch da was. I'll show you what made me the best in Vinheim. Ich habe eine kleine Scherbe, ich habe aber auch kein Geld, ne? Ich kann von den Zauber kaufen. Oh. Hm? There's nothing to talk about. We're both cursed. Undead. Oh, Big Hat. Who hasn't been here? He was a royal member of Dragon School. Until he turned undead. I hear he was quite the character. Only that was 100 years ago. What interest have you in the old eccentric now? Zauber am Start, Digga, die ich geil an will. Sorcery? Don't ask me, we only fiddle and forge until it works itself in. That's how we do it in Vinheim, at least. We prefer to leave the theorizing to those uppity scholars. Ich weiß jetzt halt auch nicht, ob da irgendwie eine Ausrüstung dabei wäre, die ich gebrauchen könnte. Alles mal reparieren. Goodbye, then. Hau rein, wir können ja den später noch eine Glut geben und dann kann er sogar noch Bosswaffen schmieden. So, genau, warte mal. Bevor wir da runtergehen, werden wir erstmal hier lang gehen, wenn das so funktioniert. Lol, nice. Ja, gut. Gehen wir kurz ein bisschen durchs Drachental. Kann man sich nämlich auch ein paar geile Items wegsnacken. Erstmal eine Seite. Nice. Ich kann da rüberspringen. Hey, ich hab gedacht, ich kann da rüberspringen, Mann. Ich bin heute eh schon oft genug gestorben. Das interessiert einen auch nicht mehr. Ins Drachental. Wollte ich gerade sagen, aber so war doch Springen. Drückt halt unter Doppelkreis. Muss aber auch gestehen, ich finde das besser in den Dark Souls Titeln, wenn du das selber entscheiden kannst, wie du springst. Entweder mit L3 kannst du dann springen, also linken Stick reindrücken. Oder halt Doppelkreis drücken. Ja, wir müssen wieder warten, ne? Ich muss mir das auch mal angewöhnen, dass ich die ganzen Aufzüge dann wieder hochfahre, wenn ich da runter bin. Boss. So, Bitches, was geht? Warte. Easy. Interessiert die anderen aber auch nicht. Gehen wir lieber den ganz normalen Weg. Ich will das hier nicht nochmal provozieren mit dem Springen. Genau, wir könnten dann entweder hier rechts, hier werden wir dann später nochmal lang gehen. Oder hier links weiter.
Das werden wir erstmal als erstes machen. Bevor wir dann hier auf der rechten Seite weitergehen, werden wir dann erstmal ein neues Londo machen. Oder alt Londo? Londor? Keine Ahnung. Moin Meister. Sowas Schwert, ja. Das war ein kurzer Prozess. Ja, aber zwei Items, ne? Also, ich weiß nicht, wer der Verlierer von dem ganzen Kampf war. Nochmal. Ja, Ehre, Digga. Der Pfeifett, habe ich mitgedacht. Sei mir ehrlich, eine schöne Maske, oder, Relic? Sieht ein bisschen aus wie deine Mom. Heißt auch lustigerweise die Maske der Mutter. Also. Ja. Ist das so laut, wenn ich über Gras laufe? Halber ASMR. Ja gut, jetzt der Kollege wach. Und ein Item liegt da noch. Interessant. Bin. Ja, ja. Easy. Aber dem Bruder geht's auch nicht mehr gut, ne? Er ist nur noch ein halber Drache. Da kannst du auch einfach loslassen, Digga. So gut. Digga, seine Flügel auch komplett im Arsch. Ich glaube, der hängt hier schon ein bisschen länger. Mal gucken, wie wir gegen die Kollegen abschneiden. Oh, Bruder, ich mach keinen Schaden. Bisschen mehr Schaden. Ich habe mich fast runtergehauen. Aber du hast auch bekommen. Fick dich. Oh, ey, Dicky. Das dauert zu lange, bis ich einen töte. Eine Geburt, aber muss man ganz kurz mal machen. Ich weiß, dass wir ungefähr, wo man hier lang gehen muss, ungefähr. Warte mal, gibt's hier noch was? Ah, nee, Digi, ich habe keinen Bock auf Stress. Nee, nee. Lange aufziehen.
sind wir. Läuft mal. Hier sind wir. Lol. Das hätte ich ja jetzt nicht gedacht. Ja gut. Lieber keinen Stress mit den großen Jungs anfangen. Ich weiß nicht, ob wir das einfach so wegschicken können. Bewegt sich nicht, schade. Ich glaube, später müssen wir hier nochmal hin. Jetzt müssen wir Geronimo machen. Okay, nice. Lauf! Kleine Speedrunner-Taktik. Da hier oben gibt es ein Item. Ich will das einfach nur aufnehmen, damit ich es habe. Der rote Tränenring, aber den benutzt der Speedrunner sehr, sehr gerne. Das erste Mal, dass ich sehe, dass ein Leiter irgendwo dran festgemacht wurde. Jungs, geht's euch gut? Anscheinend nicht. Das Ding können wir irgendwann auch nochmal aufmachen. Aber nicht jetzt. Super Mario auf den Kopf gesprungen. Okay. Abfahrt. Oder er hat mich mit seinen. Er hat mich mit seinem Flügel gefangen. Sicherheitsheilung. Und. Oh. Ich bin weg. Ich kann sagen, der Kollege ist auch noch da. Muss nicht sein, muss nicht sein. Oder zum Glück sind die zu dumm, um ihre Flügel zu benutzen, einfach hinterher zu fliegen. Also der sieht wirklich gar nicht gut aus. Warte mal, wir können den anvisieren. Benutzt mal die 30 Stück, ne? Also die machen eigentlich keinen Schaden. Das wird nicht reichen. Ich war doch eigentlich schon weg.